Pforzheim hat zum Spiel des Jahres ausgerufen und dementsprechend voll ist es dann auch in der Kramski Arena. Vor fast 500 Zuschauern empfängt der CFR im Badischen Pokal-Halbfinale den Verbandsliga 3. 1. FC Mühlhausen. Die Gastgeber ihres Zeichens Vierter in der Oberliga mussten zuletzt eine 0:3-Pleite gegen Tabellenführer Stuttgarter Kickers hinnehmen. Diese derbe Niederlage darf heute allerdings kein Thema mehr in den Köpfen der Mannschaft von Coach Murati sein, denn Mühlhausen konnte sich in den letzten Jahren im Pokal einen Namen machen und rechnet sich auch heute durchaus Chancen auf ein Weiterkommen aus. Nachdem die Teams dann endgültig aufgelaufen waren, geht es dann auch rein ins Spiel und den besseren Start, ja, den erwischen die Gastgeber in den roten Trikots von rechts nach links. Der Favorit ist hier in der Anfangsphase die ganz klar bessere Mannschaft und die erste richtig gute Gelegenheit, die hat Salvatore Catanzaro, der hier jetzt nach dieser Hereingabe an den Ball kommen wird und zum Abschluss kommt, aber geblockt von Nils Müller, dem Sechser von Mühlhausen. Insgesamt ist es aber ganz klar Pforzheim, dass dieses Spiel und dass diese Anfangsphase absolut im Griff hat. Nur wenige Minuten später die nächste Gelegenheit. Stanley Ratifo steckt durch auf Noah Lulic, aber der kommt nicht vorbei am gut reagierenden Kai Mutscher. Weiter geht's, wir befinden uns weiter in der Anfangsphase und wir sehen die nächste Chance wieder. Catanzaro, der auf Tim Schweiger rauslegt und dann ist es Stanley Ratifo, der 28-jährige mosambikanische Nationalspieler, der Mann mit der Nummer 9, mit der bis dato besten Gelegenheit für die Gastgeber. Von Mühlhausen kommt bis dato deutlich zu wenig, allerdings es bleibt weiterhin beim torlosen Remis, das die gute Nachricht für die Gäste. Aber es geht immer weiter nur in eine Richtung. Nächste Hereingabe, diesmal segelt sie allerdings vorbei an Freund und Feind. Aber weiter geht's. Tim Schweiger fasst sich einfach mal ein Herz, hält einfach mal drauf. Aber abermals gut pariert von Kai Mutschall im Kasten der Gäste. Wir springen in die 20. Minute und dann ist es endgültig geschehen. Ecke, Yunus Kariman, Kopfball, Dennis Gucevic. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler setzt sich da im Kopfballduell durch, nachdem Nils Müller erst unterm Ball durchgetaucht war. Diesmal sieht Mutschall nicht optimal aus, allerdings, man muss ihm zugutehalten, er sieht den Ball erst spät. Nur wenige Minuten später die nächste Gelegenheit, hier auf 2:0 zu erhöhen. Salvatore Catanzaro macht bisher ein richtig gutes Spiel. Der 23-jährige hat in der Liga bereits 8 Tore und 5 Vorlagen beisteuern können. Heute bisher, vor dem Tor zumindest, noch glücklos. Weiter geht's in eine Richtung vor allen Dingen. Stanley Ratifo, nächste Gelegenheit und dann endlich mal der erste Torschuss der Gäste, Nils Müller, deutlich am Kasten vorbei. Dann wieder Catanzaro, nächste Gelegenheit, dass der Mann heute noch ein Tor schießt, das hat er sich wohl fest vorgenommen. 39. Minute, wieder Catanzaro, setzt sich hier gut durch, Catanzaro gegen 1 und gegen 2 Verteidiger und dann kommt der Zufall und dann hat Schiedsrichter Alessio Remili keine andere Wahl auf den Punkt zu zeigen. Aus 11 Metern nun also die Gelegenheit für Stanley Ratifo auf 2:0 zu erhöhen und das macht der Mann mit der Nummer 9 absolut eiskalt. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer kommt in der Liga häufig von der Bank, heute darf er von Anfang an ran und erzielt hier das 2:0, das dann auch der Halbzeitstand ist. Mühlhausens Trainer Christian Thome muss reagieren und das tut er auch. Er bringt Torben Stadler, der hat in der Verbandsliga in 16 Spielen bereits 20 Mal getroffen. Und Stadler ist auch dann direkt mitten im Geschehen. Hier legt er den Ball auf für Philipp Neuberger. Der versucht es einfach mal, allerdings kein Problem für Yusuf Tirso im Kasten der Gastgeber. In der Folge sehen wir dann wieder das gewohnte Bild, 56. Minute, 3:0 für die Gastgeber. Pforzheim macht hier von Anfang bis Ende bis dato ein richtig gutes Spiel, wieder wunderbar kombiniert. Götz, Kariman, Lulic und der lässt dann Kai Mutschall keine Chance, der 23-jährige Stürmer mit bosnischen Wurzeln erhöht auf 3:0. Dann mal wieder etwas zu sehen von den Gästen. Dieser Abschluss allerdings nicht besonders gefährlich von Johannes Bender. Es sind immer nur ganz kleine Chancen, die Mühlhausen mal hat. Im Gegensatz auf der anderen Seite immer wieder große, große Gelegenheiten. Der eingewechselte Robin Münst verpasst das 4:0. Dann aber auf einmal richtig Gefahr auf der anderen Seite. Das ist Torben Stadler, der 20-Tore-Mann, verpasst hier den Anschlusstreffer. Auf einmal völlig frei bei Maurizio Makurik. Den Ball vertändelt hat, aber er kommt nicht vorbei an Yusuf Tirso.
Weiter geht's dann wieder in die gewohnte Richtung. Robin Münst, der bringt ordentlich Fahrt mit in dieses Spiel nach seiner Einwechslung und dann Catanzaro mit der nächsten Gelegenheit. Aber der Treffer hätte sowieso nicht gezählt. 72. Minute, schon wieder Münst, der ist auf einmal frei durch, der bedient Stanley Ratifo und jetzt zählt der Treffer. Doppelpack für den 28-jährigen Ratifo und spätestens jetzt wird jedem der knapp 500 Zuschauer im Stadion klar sein, das Ding ist gelaufen. Pforzheim heute einfach zu gut, einfach zu konsequent und das untermauern sie auch nochmal 5 Minuten später. 77. Klasse Ball in den Lauf von Catanzaro. Der will unbedingt sein eigenes Tor erzielen, aber er behält hier die Übersicht, legt rüber auf Willi Sauerborn und der 29-jährige Stürmer, ebenfalls eingewechselt, bleibt dann natürlich eiskalt und hat aber auch absolut leichtes Spiel. Von Mühlhausen ist heute einfach viel zu wenig nach vorne zu sehen und auch defensiv stehen die Gäste nicht besonders gut. Hier nochmal die Gelegenheit, Torben Stadler mit einem ruhenden Ball, aber auch das wird nicht richtig gefährlich. Ganz im Gegensatz auf der anderen Seite schon wieder Robin Münst, kommt aber nicht vorbei an Kai Mutschall und dann ist es schon wieder Mutschall, der pariert und das war's dann auch. Am Ende bleibt es beim auch in der Höhe absolut verdienten 5:0 für Pforzheim, welches im Finale nun auf den Regionalligisten FC Astoria Waldorf trifft.